vielen Dank, Raimund, dass du dir kurz die Zeit nimmst für ein kurzes Interview. Und ich möchte dich gerne fragen, was nimmst du aus der Veranstaltung zum 4. Gesundheitsgipfel mit? Ja gut, da müssen wir jetzt noch die anderthalb Tage abwarten oder den einen Tag abwarten, wenn man es zusammenrechnet. Es ist so, dass ich von dem Gesundheitsgipfel schon lange weiß, war auch immer eingeladen, konnte allerdings terminlich da nicht viel tun. Und dieses Mal bin ich das erste Mal dabei, habe auch schon mal von meinen Kollegen gehört, dass es interessant ist. Was ich mitnehme, ist ganz wesentlich das, was andere Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Branchen, aus anderen Fachbereichen erzählen zu ihren Problemen, auch das, was sie gemacht haben. Das ist ganz wichtig, von diesen Erfahrungen auch selbst zu erfahren. Und zum anderen ist es eine Chance auch für mich, beziehungsweise auch für meine Vertreter aus meinem Betrieb, bestimmte Themen auch einzubringen. Und mein Schwerpunktthema, mein wichtiges Thema ist momentan das entgrenzte Arbeiten. Ja. Das nach meinem Dafürhalten etwas stiefkindlich behandelt wurde bis jetzt auch von den Gewerkschaften. Und das wird uns in der nächsten Zeit, auch ganz besonders in den großen Unternehmen, in den globalisierten Unternehmen ganz extrem beschäftigen. Und da brauchen wir Regelungen und da müssen wir etwas Vernünftiges auch versuchen zu erreichen. Ja. Und da ist natürlich auch so eine Veranstaltung ganz wichtig, um vielleicht so Impulse zu bekommen, auch vielleicht Lösungsansätze zu bekommen, um da was zu tun. Ja, prima. Kannst du mir kurz sagen, was du unter entgrenzter Arbeit verstehst? Also ist in der modernen Arbeitswelt ist es so, dass wir räumlich und zeitlich entgrenzt sind. Wir haben keine räumlichen Grenzen mehr, das heißt also, ich kann überall mit den neuen Technologien kann ich arbeiten. Und die zeitliche Entgrenzung ist genau das Gleiche. Das heißt, ich muss auch zwangsläufig dadurch, dass die globalen Unternehmen weltweit entspannt sind, zu anderen Zeiten arbeiten. Und werde immer wieder gefordert, das zu tun und bin auch gezwungen, mich selbst zu disziplinieren, damit ich da nicht in einen Strudel reingerate, dass ich eine enorme Belastung dann bekomme. Und da müssen wir was tun, da müssen wir auch Regelungen schaffen, vielleicht etwas auch mithelfen, um da diese Gefährdungsfaktor entgrenztes Arbeiten halt nicht zu stark werden zu lassen. Ja, prima. Ich bedanke mich für deine Zeit. Nicht zu danken. Ich wünsche dir noch einen tollen Aufenthalt. Danke.